Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories mit dem Dreieck auf Goofy. Ja, ich habe mal wieder ein paar Tiere gestartet, weil die Atmo hier viel besser ist. Ich habe offscreen wieder trainiert, 2 Level. Hab zweimal meine KP erhöht. Ich habe jetzt 375 anstatt 325, glaube ich. Ja, muss ich haben. Ja, noch nicht die Auswahl, eine neue Fähigkeit zu lernen und so. Hätte auch gerne noch ein bisschen weiter trainiert, aber hier waren keine Gegner mehr. Ein paar Sachen haben sich geändert. Ich habe von diesen Pflanzen hier so eine Karte bekommen. Die verhindern, dass meine Vita-Karten unterbrochen werden. So. Eine 1 habe ich hier mit so einem Ding hier ausgetauscht. Feuer habe ich jetzt drin. Ich habe noch eine Angriffskarte. So 6 oder 7 mal, glaube ich. Und ja, mehr hat sich nicht geändert. So, weiter geht's. Wir gehen jetzt. Ich glaube, da konnte ich nicht, oder? Ich da schon weiter? Ja, wir haben eine grüne Karte. Was haben wir denn viele? Hiervon. Treiben wir die Story voran. Scheint eine kleine Versammlung zu sein. Was ist denn anders? Es muss der Prozess sein, von dem das weiße Kaninchen gesprochen hat. Oder sprach. Alice, ist dir klar, was dir vorgeworfen wird? Natürlich nicht. Ich habe nichts Unrechts getan. Spiel hier nicht die Unschuldige. Dir wird vorgeworfen, den Herzlosen geholfen zu haben, die mein Königreich bedrohen. Papalapap, wo sind denn die Beweise? Die Beweise, die habe ich alle vergessen. Das ist der Beweis. Denn du, Alice, hast mir meine Erinnerung geraubt. Ihre Majestät muss sich erinnern, damit wir das Reich von den Herzlosen befreien können. Das ist ein schweres Verbrechen. Das ist ja ungerecht. Also, Königin hin und her, ich kann doch nicht dafür, dass ihr euch nicht erinnert. So eine Frechheit. Du sprichst hier mit der Herzkönigin. Und ich hätte dich laufen lassen, wenn du dich gleich entschuldigt hättest. Du dreist Diebin. Wer ist hier dreist? Sora? Das Gericht hat ihr Urteil gefällt. Ab mit ihrem Kopf! Moment. Der Prozess ist eine Farce. Ihr solltet nachforschen, bevor Unschuldige verhaftet werden. Wie meinst du das? Heißt das, Alice hat mein Gedächtnis nicht gestohlen? Dann weißt du also, wer in Wirklichkeit der Täter ist? Ich? Sprich, sonst heißt es ab mit euren Köpfen. Raus damit, wer ist der Dieb? Ich bin der Dieb. Wie meinen? Was, wirklich? Natürlich nicht, aber was hätte ich denn sonst sagen sollen? Das ist echt verquert, Sora. Karten schnappt sie. Zeit für ein Duell. Okay. Die Raumkarte, die man eingeben musste, hätte sowieso keinen Unterschied gemacht. Also, habe ich glaube ich auch noch nicht erwähnt, oder? Wahrscheinlich wird er jetzt hier verdammt schwer. Ich glaube, ich muss gegen die kämpfen, oder? Oder muss ich irgendwas mit dem Käfig machen? Ich weiß ja gar nicht mehr. Ja. 18 Erfahrungspunkte. Ich habe nur 1, ehrlich. Goofy, Schmetterschlag. Auf. Ja, einmal draufgehauen. Junge. Karten, die brennen auch schnell, ne? Hier, bis dort.
ich meine, du hast gerade auch noch verschwendet, Mann. So, macht die irgendwie nichts. Oh, die haben 7, sehe ich gerade. Keine 7, keine 7, keine 7. Natürlich eine 7. Ey. Nicht los, Mann. Ah. Mein Gott, Hilfe! Donald, mach die alle! Oder heil mich! Goofy, mach die alle! Jetzt noch nicht mal meine 7, ne? Mein Gott! Ja, das bringt's auf jeden Fall. Oh, ich bin tot. Oh, Heilung. Danke. Blöd. Wie gesagt, das ist danach war. Danke. Oh mein Gott. Warum war das so schwer? Und kein Level ab. Karten. Karten soll halt. Seht ihr das? Ich habe eine Karte von einer Karte. Oh Gott. Na gut. Puh. Hey, wo ist Alice? Sie ist wohl entkommen. Mag sein, aber eher nicht. Wir wurden übertrumpft. Lauft. So einfach ist das. Okay. Oh, was war? Einen Schlüssel der Fügung. Kartensoldaten. Eine der wenigen nicht herzlosen, gegen die man kämpfen muss in der Kingdom Hearts Serie. Gott, ich bin also gut tot. Also gut wie tot. Wie viel Level brauche ich? Wie viel HP? Wie viel Erfahrungspunkte? So brauche ich, um aufzuleveln. Ich glaube, ich tue mal so eine Schatztruhen-Ding jetzt hier machen. Eine Schatztruhen-Karte benutzen. Und zwar sag ich egal wo. Weil davon habe ich ein paar bekommen im Laufe der Zeit. Nehmen wir mal hiervon. Weil dann kriegen wir eine Karte. Was gut ist, hoffentlich. Erstmal brauche ich nicht mehr AP oder so. Oh, das ist auch gut. AP? Nein. Ich brauche ausnahmsweise mal AP, bitte. Verdammt. Boing. Stopp. Okay, sehr gut. Ich glaube nicht, ob ich schon direkt in den nächsten Dings rein will. Falscher Knopf. Achso, das wollen wir nicht mehr rein können. Bei der Musik muss ich mir immer vorstellen, wie einfach nur Goofy auf und ab springt. So voll im Wohlsonnen. So. 2. Ich hätte gerne das hier. Vielleicht. Wenn meine Chancen ein bisschen besser stehen. Oh Gott.
Die werden, glaube ich, hammerhart. Kann ich überhaupt von vorne angreifen? Da gelten diese Regeln in dem Spiel nicht. Oh Gott. Oh, ich hasse diese Viecher. Die sind irgendwie voll die stärksten Gegner im gesamten Spiel. Ja, der heilt sich jetzt wieder hoch. Boah. Freund hat mich dann gemacht. Ah, die Karten sind da weggegangen. Dringende Dunkelheit. Das soll, glaube ich, dafür mehrere Gegner hier rumlaufen, ne? Ob ich das haben will. Was kann ich denn jetzt kriege ich Mo-Gegner. Hol's auf. So. Ach, mit Dings kann man auch ändern. Ja, das war Verschwendung. Egal. Krieg ja sowieso wieder. Uff. Das war schon. So viele Mogi-Punkte, meine Güte. So, Simba, mach sie fertig. Hoffentlich. Frage ist, wenn ich jetzt flüchten würde, würde ich die Erfahrung dann immer noch haben? Und gar nicht. Und das und jenen. Wir haben jetzt Level ab. Kriegen wir jetzt eine Fähigkeit neue oder so? Nö. Ja, KP brauche ich im Moment nicht. Also nehmen wir LP. Weil eigentlich auf den Baum losgehen. Power. Power. Ich wusste es, die Gegner werden nervig. Oh ja, mach's ja fertig. Rufi ist echt überpowered in dem Spiel, hab ich das Gefühl. Oh, Karte. Noch eine Karte. Beitrag. Nicht so gut. Ich mache mal auch noch 1200 Punkte. Power. Wenn ich mal die Herzdosen hier frecken mit einem Schlag. Schattenleuchten, boah. Schattenleuchte. Oh nee. Oh, Goofy-Trombe, mach alle fertig. Ich noch 227. Wow, mal bei den nächsten Raum hier nicht frecken.
15 brauche ich insgesamt. Okay. Ich habe 3x0, reicht das? Brauche ich denn nicht so? Ah, 7 irgendwo. So, war wieder schön, aber egal. Mal gucken, welche Karten ich noch brauche und welche nicht. Ging ja drunter und drüber, aber Hauptsache du bist unversehrt. Ich möchte ja nicht undankbar klingen, aber stimmt es, was du gesagt hast? Bist du der Dieb? Was? Natürlich nicht. Ich und das Gedächtnis der Königin stehlen? Genau, Sora hat das du gesagt, weil er gern den Helden spielt. Stimmt das? Ach, und wenn schon, du hast mich gerettet. Oh, sie winzig. Sich. Danke, Sora. Hi. Das ist die Tigerkatze. Na, geht's euch schon besser nach diesem Wahnsinnsjagd? Nun, aber noch seid ihr nicht über dem Berg. Die Königin ist eine echte Pedantin in Sachen Gerechtigkeit. Bis sie sich wieder erinnert, wird sie euch das nachtragen. Sie wird euch jagen, bis sie ihr Gedächtnis zurück hat. Hat sie vergessen, dass sie an sich erinnert? Oder erinnert sie sich daran, dass sie es vergessen hat? Ist wohl egal. Wäre Squash. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, wir sollten ihr aus dem Weg gehen. Aber Sora, was ist denn mit alles? Erwischt die Königin sie nochmal, heißt es? Naja, du weißt schon. Da müssen wir uns halt der Königin annehmen. Ihr solltet was tun, aber ihr müsst gar nichts tun. Hä? Wenn die Erinnerungen fehlen, ist es, als wäre nichts geschehen. Und wenn nichts geschehen ist, kann man sie auch nicht erinnern. Wenn man sich krampfhaft erinnern kann, einen die Erinnerung einen Streich spielen. Streich? Mehr sage ich nicht. Das müsst ihr selber herausfinden. Tschüss. Naja. Alice im Wunderland habe ich irgendwie, weiß ich nicht, die Welt hier in Kingdom Hearts. Ich habe den Film ehrlich gesagt noch nie gesehen. Aber oder schon ein Ende, weil ich die Welt irgendwie, die Charaktere irgendwie, konnte ich mit denen noch nie was anfangen. So, okay, dann kommt jetzt hier direkt der nächste Boss. Da, das heißt, wir machen jetzt Folgendes: Da machen aus dem Raum jetzt erstmal einen Speicherpunkt. Wohl eigentlich voll schwachsinnig war, da ein Raum weiter ich auch speichern konnte, aber pff, soll's. Noch ein Herzenspeicher. Dann sollte ich mehrere mitnehmen, die mehr abziehen. Okay. Speichern wir mal hier und versuchen wir mal schon den nächsten Boss hier kaputt zu hauen. Kann schon nichts schief gehen, oder? Man hat hier alles nur in zwei Parts gemacht, aber pff. Muss die Cut ziehen, das wird bestimmt noch ein bisschen dauern. So, ein rotes Dingen. Das. Auch kein Premium Dingen. Obwohl, ich hab jetzt wieder was anderes gewesen, ne? Egal. Egal. So, Boss. Komm her. Dass ich ihn hart vermöbel. Hm, den Ort kennen wir doch. Hoch, das ist mal ein plötzlicher Umgebungswechsel. Sehen wir uns mal um. Hör je!
Ihr dachtet, ihr seht mich nie wieder, was? Oh, oh. Das war's, ihr Schurken. Verstehe meiner Gedächtnis. Verurteile ich euch. Verurteile? Oh? Was ist hier los? Wo bin ich? Hä? Was mache ich bloß hier? Potzblitz, ich weiß es nicht mehr. Was ist denn mit dir los? Oh, obwohl wieder jemand ihr Gedächtnis gelöscht hat. Sora, Vorsicht, da kommt etwas. Das war Alice, oder? Hi, na? Wer lacht? Gut, nächster Boss. Machen wir auch alle. Ah. Der hat also ihr Gedächtnis gestohlen. Ja, das ist bestimmt auch zufällig hier aufgetaucht. Oh, acht. Acht. Eins. Damit kann ich mal anfangen. Also muss ich ein paar schwächere Karten einsetzen, ne? Super. Oh, das sind Dinge. Das ist weg. Nein. Mann, ich kann ihn nicht zweites Mal treffen. Er bringt mir ja nichts. Ah, oh, sehr gut. Da. Ja, toll, du hast den Tisch wieder geballert. Geil. Sehr geil. Das war ein bisschen kurz. Okay. Alter. Was ist denn für eine riesige Schockwelle hier? Wortwörtlich jede Karte. Da bringt mir ja nichts. Also einfach. Bis jetzt. Wollte doch gar nicht einsetzen, Mann. Was zum Teufel? Oh, komm her. Oh, gelacht. Sind wir aber noch halbwegs in der Zeit. Boah. Mal schauen, jetzt, jawohl. Weg bist du. Ha, 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 ha. Sehr gut. Level Up müsste ich jetzt auch bekommen. Alles läuft nach Plan. Ein, zwei Minuten überzogen, aber was soll's. Mit den Cutscenes, die jetzt noch kommen. Den Stelzenknüppler. Den Knüppler. Besser, man war Schwertwurf. Her damit. 24 bis 26, ja. Ausgezeichnet. Er ist gezeichnet. Ihr da, ihr alle.
Was hat das zu bedeuten? Wo kam nur plötzlich dieser Herzlose her? Wissen wir doch nicht. Ihr wollt also nicht antworten. Ihr habt was zu verbergen. Sie hintergehen mich. Schnappt sie euch sofort. Bitte, Eure Majestät, wartet. Ihr habt uns doch befohlen, den Herzlosen zu vernichten. Hä? Eure Majestät hat uns in ihrer Aufsicht anfangs nicht vertraut. Und auf Befehl Eurer Majestät haben wir den Herzlosen bekämpft, um uns zu beweisen. Stimmt, Sora? Haben wir? Ich meine, haben wir, Eure Majestät. Habe ich das befohlen? Aber Eure Majestät, erinnert ihr euch nicht? Was soll die dumme Frage? Ich vergesse dir etwas. Sicher kam der Befehl von mir. Ihr habt euch wacker geschlagen. Idiot! Das war knapp. Improvisation ist das halbe Leben. Wäre mir nie eingefallen. Die Tierkatze sagt ja, wenn man sich krampfhaft erinnern kann, einen die Erinnerung einen Streich spielen. Die Königin hatte nie zugeben, dass sie etwas vergessen hat. Stattdessen ist ihr etwas eingefallen, das nie geschehen ist. Und damit hat sie sich selbst in die Irre geführt. Was ist so? Gar nichts. Du bist jetzt wohl in Sicherheit. Die Königin bereitet uns keinen Nerven mehr. Schließlich sind wir hier herzlos losgeworden, wie sie jetzt befohlen hat. Sag nicht, du wurdest auch in ihre geführt. Ihr seid, weiß ich nicht. Das ist unsere Helden, meine Damen und Herren. So. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Für alles kaputt knüppeln, was ich finden kann. Gehe oben hin zum Speicherpunkt. Und dann sehen wir uns da oben zum Speicherpunkt. So sieht jeder letzte Raum aus. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.